würde es mal ganz kurz gerne bei richtiger Kevin reinschauen. Ist es das hier oder wie? Ist es das hier? Das müsste dann das hier sein, richtig? Ab Minute 10. Digga, soll ich jetzt so weit vorspulen? Ja, komm, wir gucken nur ganz kurz rein, oder? Was mach ich denn, du hast... Ach Gott, Digga. Ach Gott. Ach Gott, okay. Das wird ein sehr knappes Ding. Das wird ein sehr knappes Ding, Alter. Monte soll Permaban bekommen. Warum das denn? Oder ist das deine Meinung? Ist das einfach deine Meinung? Eieiei, wir schauen kurz rein. Let's go. Serie früher geschaut. Steve Irwin, Legende auf jeden Fall, ja? Ja, Steve Irwin ist leider dead. Der ist an einem Stachelrochen erlegen. Einer der Gründe, warum man Minecraft-YouTuber, Streamer und Minecraft-Spieler nicht ernst nehmen kann. Ja, ganz dicht gefolgt dann, oder an der Spitze mit Revi. Ein Video mit Monte. Minecraft Noob, zwei Videos mit Monte. Moment, wir gehen nochmal ganz kurz rein. Minecraft Spieler. Drei Videos, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, das ist er mal wieder. Montana Doppelmoral 88 Black. Ja, gut. Gesagt, ich habe gerade keinen Spaß an Craft Attack. Das liegt aber nicht an dem Server, dass der leckt, so, das ist eine Sache. Aber es liegt primär daran, dass mir alle auf den Nerv gehen. Dass alle immer irgendwie mich provozieren wollen. Dass alle sich immer irgendwo mit reinzecken. Das finde ich richtig eklig. Das nervt mich. Deine sechs Knochen aus deiner Kiste. Aber da meinst du jetzt nicht mich mit Revi, oder? Doch, du gehst mir einfach auf den Nerv. Hey, was mache ich denn? Du hast zu mir geschrieben, komm in den Discord. Also, Digga, ich weiß jetzt auch nicht, ob das unbedingt... Ich weiß jetzt auch nicht, ob das unbedingt mit dem Game zusammenhängt, dass wir da Streit hatten. Ich glaube, Kevin, G-Time könnten mir auch in jedem anderen Game auf den Sack gehen. Und das ist wieder so ein... ja, wir gucken mal weiter. Dann komme ich hier in Discord und jetzt bist du die ganze Zeit wieder nur am Schießen gegen mich. Nee, dann gehe ich jetzt. Tschüss. Dann hast du jetzt verkackt bei mir. Das sind genau diese Überreaktionen. Das sind genau diese Überreaktionen, die ich merke, die ich meine gesagt, ich habe. Ja, wenn dein Leben aus einem Videospiel besteht, da haben wir aber auch noch. Digga, also das checke ich halt zum Beispiel wieder nicht. Das ist wieder so ein unnötiger Front, wenn dein Leben aus einem Videospiel besteht. Bro, dein Leben besteht legit aus Call of Duty, rumheulen, dass du die PlayStation 5 nicht bekommst. Und aus fucking LEDs und Aquarium. Also ich weiß jetzt nicht, ob dein Leben unbedingt no front spannender ist, Digga. Also, no joke. Das hat ja auch nichts mit dem Game zu tun. Vor allen Dingen, ich bin mir, jetzt geht der Beef los. Nein, ach, gar kein Stress. Direkt Fotos. Ich glaube halt tatsächlich, Real Talk, da hat einfach wieder irgendwas gefehlt. Was man sagen muss, also musste man wieder irgendwen fronten, mit dem man eigentlich kein Problem hat. Und das verstehe ich nicht, Marcel. Ich finde es schade, wie du dich verändert hast. Ich finde es wirklich schade, wie du dich verändert hast, Marcel. Weil wir waren mal gut miteinander. Du hast mir auch mal auch Nachrichten geantwortet. Behauptest aber immer wieder, du bist gleich geblieben. Kann ich so nicht sagen, Marcel. Mensch. Nee, ich will auch keinen Beef, alles gut. Nee, freut mich, dass dir der Clip gefallen hat, Marcel. Ich hoffe, wir spielen nochmal eine Runde Minecraft. Oder meinte er G-Time? Man weiß es nicht. Marcel, ich hab dich immer noch gerne. Grüße geht raus an dich und natürlich hoffen wir alle, dass du keinen Permaban bekommst. Ganz klar. Haben wir aber auch noch eine Fortsetzung. Wartet mal, lass mich mal ganz kurz schauen. Der Stream ist immer übel geil, dann kommt Revi, dann wird er ein bisschen scheiße und wenn er dann wieder weg ist, ist er wieder richtig geil. Das ist so eigentlich... Ja, also nee, wenn das jetzt hier so weitergeht, dann verlasse ich auch einfach den Discord. Digga, das ist halt so. Wenn das jetzt hier, also wenn der noch weiter über mich redet, so, dann gehe ich einfach. Dann möchte ich auch nicht mehr hier mitspielen. Jeder, der mich erkennt, weiß ja, dass ich das nicht ernst meine, das ist ja klar. Tut mir leid. Wo gräbt der das doch aus? Das hat 3700 Likes.
Also, das könnt ihr ihm jetzt gerne sagen. Oh. Dass er mich mutet, ist ja eine Sache, aber das muss. Ja, der Clip ist jetzt aber. Also, der legendärste Clip ist einfach der hier. Hör mal auf! Junge! Sag ich so nett. Was? Hör auf, Mann! Ja, Digga, da brennt halt mein Haus ab. Da brennt halt mein Haus ab. Was ist denn los angezündet? Digga, lass das sein! Petra! Dieses Holz! Mann, Junge! Aber Chat ist amused, so, wisst ihr, es unterhält. So, no front, was soll man sagen, wa? Kann man doch viel länger zu farmen, Digga, als Holz! Netherite brennt nicht, du Idiot! Hör auf! Also, ganz ehrlich, Bro, wenn du mir jetzt damit kommst von wegen, dass das Leben aus einem Spiel besteht und so, Bro, dann kann ich jetzt hier 30 Clips raussuchen, wo du aber ganz, ganz anders reagierst als ich, Alter. Und Sachen gesagt hast, die aber sowas von ganz, ganz anders nicht in Ordnung sind. Ich bin mal gespannt, Bro. Ach so. Mann! Ja, ich reg mich auf. Das ist okay, ja. Oh, ey, wusste ich nicht, Digga. Was soll ich das denn wissen? Warum? Ich wüsste doch nicht! Boah, Junge, du bist so eine ausgeworfen Mann, meine ganze Arbeit schon wieder für den Arsch! Aber was will man sagen? Alle haben Spaß, alle haben. So, wisst ihr, was ich meine? Alle haben Bock drauf, so. Als ob man da nicht ausrastet, Bro. Als ob man nicht ausrastet. So, imagine, du baust ein Gartenhaus und irgendeiner sägt's auseinander. Ey, du bist so eine Ich feier mich da, tut mir leid. Bro, es wird kein Beef mit Montana Black geben, alles in Ordnung. Ah, Junge! Guck dir mein Haus an! Schau dir mein Haus an! Es ist hot! Och, Digga, Mann! Warte, ich komme. Warte, chill. Jetzt spann dich doch mal! Ich wusste nicht! Das nicht! Bro! Aber Chat hat Spaß, versteht ihr, was ich meine? Chat findet funny. So, also, ich glaube nicht, dass die damit ein großes Problem haben. Es ist unterhält, so, was soll's? Unangenehm. Digga! Aber Bro! Ich schwör, ich lass dich jetzt wieder bannen. Ich lass dich jetzt für 2 Tage bannen, du M***wurz. Mann, auf! Man weiß immer nicht genau, ob sein echtes Haus brennt oder die Bauklötze in Minecraft, Digga. Da ist auch kein großer Unterschied. Ich glaube, es ist nur unangenehm, weil es Minecraft wäre. Wenn ich jetzt ausgerastet wäre, wäre ich bei COD gestorben, wäre es wieder lustig gewesen. Checkt ihr, was ich meine? So, das ist einfach stupid Engstirnigkeit in meinen Augen. Jemanden, Digga, da kannst du dich direkt neben deinen, wie heißt der Dude, Mann? Mann, sag's mir doch, Chat. Der Typ, der die Autobiografie da geschrieben hat, Dennis Sandstellen, der sagt, digitales Mindklotz, was hat er gesagt? Digitales Bauklötzenspiel für Erwachsene. Kannst du dich direkt daneben stellen, Bro? Das ist doch einfach nur schwachsinnig. Also da musst du doch jetzt nicht irgendwie auf ein Spiel reduzieren. Aber wie gesagt, no front an der Stelle. Wir haben kein Problem miteinander. Ich werde das so oft gefragt, ob ich Beef mit Montana Black hab. Also Bro, ich hab wirklich, als ob er bei FIFA nicht ständig aushat. Ey Mann, er hat viel, 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 viel schlimmere Sachen gesagt. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, dass ich ein absoluter Spaß bin, so. Aber ich mache mir da auch nichts draus, ne? Bisschen Selbstironie tut ja nicht schlecht. So, wegbannen, Big Mac 3 Wochen, ganz genau.